Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich möchte euch kurz was zeigen. Das ist der Teller, den ich vom Brainy Stendal erhalten habe, seine Chili-Ernte. Da sind verschiedene Chilis drauf, verschiedene Sorten, verschiedene Schärfegrade. Das sieht richtig genial aus. Jetzt haben sich in den Kommentaren zu dem Unboxing Kesto und Shenaya gemeldet, die gesagt haben, sie würden auch gerne mal probieren. Und weil ich eh so viele habe, habe ich gedacht, ich schicke denen einfach welche. Jetzt muss ich nur mal gucken. Das sind die fetten, großen, roten 1000 bis 5000 Scoville Pepperoni Schärfe. Da haben wir 4 Stück. Dann nehme ich einfach 2 Stück raus. Eine kleine für den Kesto, eine größere für die Shenaya. Dann haben wir hier 50.000 Scoville Thai Chili. Das sind die ganz kleinen dünnen. Da nehme ich mir auch da was raus. 2 für den Kesto, 2 für die Shenaya erstmal. Dann haben wir hier die gelben Pepperoni-Schärfe, 50.000 bis 80.000. Da habe ich leider nur 2 Stück. Die muss ich also für Hannes und mich behalten. Dann haben wir die Habanero 350.000. Da haben wir 3. Und ich denke, weil die Shenaya die Schärfe gut wegsteckt, nehme ich eine und packe die beim Kesto mit drauf. Den möchte ich leiden sehen. Dann haben wir hier die Borg Chocolate, 1,8 Millionen bis 2 Millionen. Da haben wir einen ganzen Sack voll. Hallo Adi, Schatz. Dann nehmen wir einfach gleich 2 beim Kesto drauf. Und wir nehmen noch 2 bei der Shenaya drauf, damit die auch noch was hat. So. Und hier unten Stendaler Tod. Keine Ahnung. Ist eine Eigenkreation. Richtig brutal. Hörst du auf, da drin rum? Nein. Nimmst du die Finger weg? Stendaler Tod haben wir genau 4 Stück. Komm. Kriegt der Kesto eine kleine diesmal und die Shenaya kriegt auch eine davon. Und am Ende ist hier noch Carolina Reaper übrig mit 2,2 Millionen Scoville. Davon sind aber leider auch nur 2 Stück da. Die werde ich auch für Hannes und mich aufheben. Das werde ich jetzt an die versenden. Mal gucken, ob Kesto ein schönes Tasting macht. Mal gucken, ob er alles schafft, wie weit er kommt. Mal gucken bei Shenaya. Die werden ja jeweils ein Video... Hörst du jetzt auf? Die werden ja jeweils ein Video bei sich auf den Kanal hochladen. Und die Videos von den beiden werde ich dann auch unten verlinken. Und den Teller nehme ich dann mit, wenn der Hannes kommt. Und werde mit dem Hannes ein Tasting machen mit dem Rest, der hier drauf ist. Also wir werden nicht alles essen, aber mal gucken, wie das ist. Dankeschön an Brainy nochmal. Dankeschön an Shenaya. Dankeschön an Kesto, die sich gemeldet haben und gesagt haben, sie wollen da dabei sein und wollen die auch mal testen. Jetzt ab zum Video aber mit Hannes. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe schon Flattern, ne, von allen Körperöffnungen, die es gibt. Hannes ist am Start. Ja. Brainy hat uns was geschickt, mir was geschickt, gesagt, du musst da mit dem Ramses unbedingt mal was testen. Das ist dieser Teller an auserlesenen Chilis, Züchtungen. Aus eigener Züchtung hat er hier diverse Chilis geschickt. Wir werden euch gleich sagen, was das alles für Chilis sind, wie scharf die sind, wie viel Scoville die haben. Wir werden uns da durchtesten, von der kleinsten bis zur größten, von der leichtesten bis zur schärfsten. Es ist auch wieder Carolina Reaper dabei, da haben wir ja schon mal Erfahrung gemacht. Das kann man ja vielleicht hier mal kurz einblenden. Das sieht ja richtig heftig aus. Des Weiteren habe ich ja Kesto und Shenaya auch von diesen Chilis ein paar geschickt, dass die auch ein schönes Video machen. Shenaya habe ich jetzt schon gesehen. Kann man hier auch mal kurz einblenden. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Oh. Sagen wir es mal so, ich habe es zumindest probiert. Ich hab die ersten beiden hingekriegt, ich brauch Milch. Dies also an dieser hier gescheitert, an dieser Chocolate, ne, an dieser Borg Chocolate mit 1,8 bis 2 Millionen Scoville irgendwas, kam gar nicht zum Stendaler Tod, was wohl der Endgegner ist. Kestos Video haben wir noch nicht gesehen, aber wenn da was Cooles noch war, werden wir das auch mal hier einblenden. Gut ab, immer wieder. An Shenaya, Ramses und Hannes und den Rest, die sich das ohne Probleme machen.
Weiterhin sieht das so leicht aus. Und dann habe ich mir mit dem Hannes gedacht, in guter alter Zangelmanier, zack, haben wir uns zwei Packungen Schokomel hier hergestellt. Falls einer kollabiert und es gar nicht mehr aushält und komplett ausrastet, gibt's Schokomel. Ja. Und weil der so gut schmeckt und ich beim Zangel überhaupt gar keinen getestet habe, ich hätte den einfach aufmachen müssen, nehme ich jetzt mal einen kleinen Schluck zur Vorbereitung, einfach nur um zu gucken, wie der schmeckt. Ne? Richtig kerlicher Kakaogeschmack, wie die Borg Chocolate, Schokomel, Borg Chocolate, alles dabei. Ach so, den Teller zeigen wir euch noch mal ganz kurz hier von der Seite, dass ihr halt wirklich seht, dass der halt richtig schön bunt ist. Das ist nämlich andersrum gar nicht so einsehbar. Ich habe jetzt hier die Skala, hat der Brainy nämlich geschickt, mit welcher man anfängt, was ist. Nummer 1, Peperoni-Schärfe 1000 bis 5000 Scoville ist diese große, fette, rote. Da haben wir genau eine davon hier. Ich werde jetzt einfach hier abbeißen und den Rest rübergeben und dann werden wir damit so anfangen. Hm. 1000 bis 5000 Scoville. Das würde mir schon reichen eigentlich, merke ich gerade. Ja. Heute ist nicht mein Tag, sage ich gleich dazu. Ja, dick und groß. Irgendwo rangeschmiert, schmeckt das bestimmt. Wir kommen aber zu Nummer 2. Thai Chili. Oh, Thai Chili. Da sind ganz viele hier drauf. Die sind klein mit einem Haps im Mund. Haben ca. 50.000 Scoville. Das heißt, gucken wir mal hier drauf. Nee, habe ich vergessen. Aber davon ist ja ein Automat, ne? Thai Chili sind schon. Thai Chili, ja. Such dir mal eine gute raus. Sind schon sehr. Mit 50.000. Ich nehme mal die, die ist ein bisschen größer als die, die ich eben hatte. Hannes, Prost, 50.000 Scoville, lass knacken. Hm. Ich glaube, da esse ich noch eine, ich habe nämlich gar nichts gemerkt gerade. Ah, es kommt im Nachhinein. Ach so, ich doch lieber keine. Die Thai-Chilis, die kommen immer sehr gerne im Nachhinein. Oh, ich finde, die schmeckt total nach Spülmittel auf einmal. Also, die hat so einen richtig seifigen Geschmack hier in der Mitte, wo ich drauf gebissen habe. Ist das normal? Hast du den Teller abgespült? Dann in die Seifenwasser die Chilis gelegt. Ne, weiß ich nicht, die hat gerade einen komischen Geschmack gehabt. So eine richtig krasse Steigerung merke ich nicht. Ich merke, ja, da ist ein bisschen Feuer im Mund, aber das kann auch immer noch von der ersten sein. Thai Chili, 50.000 Scoville, Stufe 2. Jetzt nächstes. Peperoni Schärfe, 50.000 bis 80.000 Scoville. Das heißt, wir haben jetzt eine gelbe große. Ach so ist das, siehst du, die ist schon verschimmelt, dann kommt die auch da runter. Man kann ja hier alles hinwerfen, weil sitzen eh draußen in der Natur. Hannes, welche möchtest du? Die große oder die kleine? Ich bin genügend Mikro haben. Speichelbildung. Dann nehmen wir halt die große. Prost. 50.000 bis 80.000. Die hat Shania, glaube ich, nicht gehabt, weil wir nur zwei hatten. Ach, ich weiß es nicht. Die haben auf jeden Fall ein paar andere gehabt. Aber das habt ihr ja vielleicht im Video gesehen. Merkt, es breitet sich immer mehr alles irgendwie im Mund aus, so ein bisschen. Am Rachen hinten vor allem. Am Rachen. Boah. Das heißt, wir machen einfach direkt weiter. Kommen jetzt zu Habanero. Die hat Shinaya aber nicht gehabt. Wir hatten nur drei Stück. Das sind diese gelben, tollen Habanero. 350.000 Scoville. Kesto habe ich eine auf jeden Fall davon mitgeschickt.
Shania hatte keine. Prost, Hannes. Viel Spaß mit deiner Habanero. Ja, Prost. 350.000. No reaction. Was? Nase läuft. Ich finde, du merkst, auch wenn ich es nicht wüsste, so extrem diesen typischen Habanero-Geschmack, der richtig da ankommt, also schmeckt komplett anders als alles andere bisher. Habanero, ne? Wie in den Short-Videos. No reaction. Carolina Reaper. Ghost Pepper. Dingsbums. No reaction. Nee, deswegen halten wir uns nicht lange auf, weil Hannes hat Bock. Ich merk's schon. Wir haben nämlich noch zwei übrig. Nee, drei. Ach du Scheiße, noch drei übrig. Ja. Als nächstes kommen Genayas Endgegner. Diese braunen Kackhäufchen. Borg Chocolate. 1,8 Millionen. Bis 2 Millionen. Shania hat ein Stück abgebissen. Ich werde auch schnell einfach das ganze Ding reinziehen und dann gucken, was passiert. Geht's dir gut? Ja, es muss gehen. Willst du einen Schluck trinken? Du musst hier keinem was beweisen, Hannes, bevor du irgendwelche Probleme kriegst oder sonst was, ne? Borg Chocolate 1,8 bis 2 Millionen. Ach, Prost. Da sind wir mal gespannt. Shenayas Endgegner. No reaction. Das hat schon wieder so nach Seife geschmeckt irgendwie. Ich weiß Alter, nicht warum. Aber ich soll es nur, ich brauche es nicht. Mach das, Hannes. Alles gut. Das kommt bei mir. Mach nämlich so viel mit. Wir haben heute auch noch nichts gegessen. Wir machen das auf nüchternen Magen. Das ist gefährlich. Man weiß ja nicht, was besser ist. Erst essen, dann sowas, dann kommt alles raus oder nichts essen. Am besten auf jeden Fall nicht reden, sonst wird es nämlich schlimmer. Als nächstes steht hier der Stendale Tod. Da ist die Schärfe unbekannt. Ich würde sagen, weil Carolina Reaper uns damals umgehauen hat. Stendaler Tod nur so klein ist. Probier mal als nächstes einfach kurz den Stendaler Tod, wenn es dann soweit ist. Und nehm als letztes die Helle lieber. Hä? Gut. Ja. So, einmal Stendaler Tod. Bitteschön. Echt nichts mehr nach. Boah. Das Einzige, was ich auf Nüchtern machen, nie wieder machen.
Ich kann dazu irgendwie gar nichts sagen, weil ich einfach gar nichts mehr merke. Weil alles nur noch wehtut und schmerzt. Richtig. Aber eine ist noch übrig. Die Carolina Reaper mit 2,2 Millionen. Das ist auch die letzte. Hier gibt es zwei Stück. Nehmen wir mal die und gib dir die. Weil du hast ja Milch und getrunken. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr vertragen als ich jetzt. Das ist der Endboss. Salute. Ich glaube, ich trinke auch gleich. Besser. Gefährlich. Ja. Also die Augen drehen, der Mund ist wund. Ja. Es tut alles weh auf jeden Fall. Dann gehst du noch aushalten. Den nüchternen Magen einfach. Ja, wann darf man den trinken? Man hat wenigstens alle am Stück gegessen. Du kannst immer trinken, aber jetzt. Und damit man danach nicht noch irgendwelche anderen Probleme kriegt, innerlich. Ja. Ich trotzdem sagen, neutralisieren wir jetzt ein bisschen. Und gegen Sodbrenner haben wir uns auch schon was geholt. Dinger sind auf jeden Fall weg, danke Brainy. Jo. Gucken, ob Shinaya den Stendaler Tod noch probiert. Gucken, was Kessel gemacht hat, wenn der seins hochlädt. Danke, Hannes, fürs dabei sein. Immer wieder gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und habt ihr schon mal Carolina Reaper probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr wisst ja wohin. Ich muss jetzt gegen Speichel und Nase kämpfen und Rachen und alles gleichzeitig. Definitiv. Also aufhören zu reden. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. 'Hannes, wie geht's dir? Ich bin tot. 'Hannes ist tot. Ramses sitzt schon wieder nackt rum. Ich muss das unbedingt noch an das Video dranhängen. Einfach als Erklärung, nochmal als Warnhinweis und als alles andere. Einmal in meinem Leben habe ich mich so gefühlt, wie ich mich eben gefühlt habe. Das war, als ich damals die Mad-Dog-Soße probiert habe und habe mir dann noch einen ganzen Löffel draufgepackt, habe den so probiert, habe gedacht, die Schärfe hältst du aus, aber was es im Magen danach gemacht hat, was es mit dem Körper danach gemacht hat, solche Magenkrämpfe, solche Schmerzen, es einem so schlecht ging, man dachte auch, man erstickt halb sonst wie, man ist total, wird panisch und richtig. Der Schweiß, der sich bildet, der Sabber, der im Mund zusammenläuft, weil du merkst, es kommt gleich alles wieder hoch und dann übergibst du dich. Du übergibst dich, es brennt komplett die ganze Speiseröhre wieder hoch, alles aus dem Magen heraus. Hannes zittert, ne? Hannes ist am Zittern. Wir haben heute die Chilis getestet. Wir waren gerade draußen, haben die Spotlight-Stunde gestreamt, sind rumgelaufen und zum Ende, Hannes musste schon zwischendurch sich immer mal wieder setzen, hat gesagt, er hat Magenkrämpfe, richtige Magenkrämpfe von den Chilis. Er hat gesagt, oh, ich merke es auch. Ja, das kenne ich, das habe ich damals schon mal so gehabt. Und zum Ende der Spotlight-Stunde hin, habe ich auch gemerkt, ich wurde käseweiß, alles ist zusammengelaufen. Ich habe gemerkt, wie extrem der Speichel sich bildet. Und ich wusste schon, gleich kommt was raus. Hannes hat dann sich eine Ecke gesucht. Hannes hat sich übergeben.
haben versucht, nach Hause zu kommen. Wir mussten mehrmals anhalten, mit Magenkrämpfen halb zusammengebrochen, sind dann hier rein. Ich mich ausgezogen, über die Kloschüssel gehangen. Ich habe mir die Seele rausgekotzt. Hannes kam rein. Er muss auch. Ich habe gesagt, cool, mach du erst. Er hat sich hingehangen, sich die Seele rausgekotzt. Wir haben hier gesessen, wieder Magenkrämpfe wie sonst was. Wir haben einmal Carolina Reaper bisher gehabt. Jetzt das zweite Mal Carolina Reaper an sich so. Er hat gesagt, beim letzten Mal war das nicht so schlimm, da hat er eigentlich kaum was gemerkt. Bisschen Pipi in die Augen, fertig, aber dieses Mal war es nochmal ganz anders. Für mich war es wie die Maddox-Soße jetzt, weil da ist ja auch Carolina Reaper drin. Für ihn, er sagt ja auch, dass so viele verschiedene Chilis mit einmal und nacheinander und aufbauen und alles da. Die Borg Chocolate hat er schon an die 2 Millionen, die Carolina Reaper 2,2 Millionen. Was Stendaler tot hatte, keine Ahnung. Also, nochmal krassen Respekt an Shenaya, dass sie das überhaupt probiert hat und durchgezogen hat und wohl nochmal eine Revanche gemacht hat, die ich noch nicht kenne. Was Kesto gemacht hat, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht lebt er auch nicht mehr. Grüße gehen raus an Kesto. Wir saßen jetzt hier. Ich habe Eis geholt. Wir haben jetzt noch ein Eis gegessen. Wir haben jetzt Joghurts hier stehen. Da, Hannes hat hier den Joghurt mit der Ecke leer gemacht. Hier steht noch das. Hier habe ich mir gerade so schön Banane mit Schokoflakes rein. Wir müssen gerade wirklich kämpfen und hoffen, Stück für Stück, dass irgendwie das nachlässt und es irgendwie wieder erträglich ist. Deswegen, wir essen gerne scharf, wir essen immer scharf, überall hin und her, aber Hannes hat auch jetzt schon gesagt, nie wieder. Ja. Sowas machen wir nie wieder, hat er gesagt. Ich kenn's von Is, wo der gesagt hat, so eine Scheiße, ich mach nie wieder sowas. Jetzt hat Hannes selbst auch den Punkt erreicht, wo er sagt, nie wieder machen wir sowas. Ja. Und das muss was heißen. Ihr wisst, wie gerne Hannes scharf ist, dass der von Schärfe nicht genug kriegen kann. Aber so schlecht wie jetzt ging es ihm noch nie. Sowas hat er noch nicht erlebt. Die Hände zittern immer noch. Hannes, geht's einfach nur richtig schlecht. Und das ist wichtig. Ich sag zwar die ganze Zeit, auch wenn ihr Carolina Reaper nicht kennt, probiert auch mal, gönnt euch auch mal eine, aber lasst es am besten einfach bleiben. Lasst es bleiben, guckt euch die Leute an, die das so machen oder bei irgendwelchen Chili-Wett-Ess-Bewerben. Staunt darüber, aber tut euch selbst einen Gefallen, lasst die Finger einfach davon. Man muss nicht alles kennen, man muss nicht alles probieren und das möchte man keinem antun, so wie es jetzt ist. Ihr hättet ihn hören müssen, wie er durch den ganzen Flur, durchs ganze Bad gerührt hat, wie ein Elch, sonst was, dann ich hin, dann er wieder hin, dann ich wieder hin, dann er wieder hin. Also das wirklich, sagen wir mal, eine halbe Stunde lang war einfach mit uns gar nichts mehr anzufangen, bis wir dann hier gesessen haben und einfach nur noch Schmerzen hatten, versucht haben, irgendwie klarzukommen. Also wir essen schon scharf, aber das, was heute war, auf keinen Fall. No. Da haben wir nicht mal Alkohol getrunken, sondern auf nüchternen Wagen uns das ganze Zeug rein. Und vielleicht war das auch, dass man beim letzten Mal ein bisschen, weil man Biertasting vorher hatte, 16 Biers getrunken, getestet mit Iswo allen drum und dran und nach schnellen Carolina Reaper Video. Vielleicht war man eben ein bisschen betäubt, da das dann nicht so extrem gemerkt, aber diesmal auf den nüchternen Magen. Es war nichts drin und das hat das alles angegriffen, einfach komplett. Warnhinweis ist gegeben, guckt euch an, hört zu, lernt draus, seid nicht wie ich, seid schlauer. Das war es von meiner Seite aus. Nie wieder Chili. Danke, Brainy, für deine Chilis. Aber brauche ich nicht mehr. Ne? Ich teste gerne mal eine Chili-Soße so von Amikosi, die er da so macht. Oder mal irgendwelche Soßen, wo man sich ein bisschen was an ein Essen ranmacht. Ja, richtig. Aber Chili-Schoten essen, scharf, schärf am schärfsten, das ist überhaupt gar nichts für mich. Kein Geschmack, nur Schärfe bin ich gar kein Freund von. Ich möchte scharfes Essen und nicht einfach nur pure Schärfe ich haben. Hab, ich würde gerne mal so einen Wettbewerb mitmachen, aber nach dem Tag heute. Genau. So, ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes, euer Adi-Schatz. Alles Gute. Der Adi hat mitgegessen bei mir.